Warum bist du denn heute hier? Ja, also es geht mir einfach nur darum, dass ich unzufrieden bin mit der aktuellen Politik. Also ich habe keinen Bock jetzt, dass das jetzt im Winter so wird, dass wir irgendwie mega viel für Energie bezahlen müssen und dass es vielleicht sogar Blackouts gibt. Und das bringt ja alles nichts und ich habe auch keinen Bock auf den Atomkrieg und so. Und allmählich muss man halt mal irgendwie dahin kommen, dass man mit Russland spricht, egal wie verkracht die Situation sein mag. Aber selbst Angela Merkel sagt ja jetzt mittlerweile, dass man sich da irgendwie an den Tisch setzen muss. Also von daher, es muss jetzt was passieren und die Politiker müssen das mal langsam checken und deswegen müssen wir noch mehr Leute wählen auf der Straße. Wie sinnvoll siehst du denn Demonstrationen? Die Demonstrationen? Ja gut, aktuell sind sie leider noch ein bisschen klein, aber ich habe die Hoffnung, dass sie halt größer werden und vielleicht wäre es sinnvoll, wenn man die ein bisschen zentraler noch organisiert. Aktuell gibt es viele kleinere Proteste, was gut ist, aber vielleicht müsste man auch noch mal ein paar größere Sachen organisieren, um wirklich den Politikern zu zeigen, dass wir es ernst meinen. Und ich hoffe, dass es ungefähr so wird wie in Frankreich, da geht es ja aktuell ziemlich ab. Da sind ja schon 100.000 von Menschen auf der Straße und die drohen ja schon bald mit dem Generalstreik. Von daher. Wie siehst du das mit der Demonstration hier? Die findet ja immer nur alle paar Wochen statt. Siehst du das als sinnvoll oder fändest du es besser, wenn das in kürzeren Zeitabschnitten regelmäßig stattfinden würde? Also ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich bin heute einfach gekommen. Ich weiß gar nicht genau, wer das organisiert, ne? Aber ich weiß, dass diese Kunsthallen-Demos, die finden ja eigentlich irgendwie alle 2 Wochen mindestens statt oder so. Ne? Ja, die letzte jetzt hier hat, glaube ich, vor 5 Wochen oder 4 Wochen stattgefunden. Da bin ich nicht gut genug informiert, ehrlich gesagt. Gehst du auch auf andere Demos oder eher nur auf größere oder auch schließt du dich auch kleineren Demonstrationen an? Grundsätzlich bin ich etwas in der Friedensbewegung aktiv. Also ich war am 1. Oktober auf der Demo in Altona vom Hamburger Forum. Ja, das war ja auch gegen die Aufrüstung, gegen Waffenlieferungen und für Friedensverhandlungen. Das ist mir besonders wichtig. Das Corona-Thema ist mir persönlich selber nicht mehr so wichtig, obwohl meine Freundin da auch von betroffen ist, weil die eine Ausbildung macht in der Pflege. Aber am wichtigsten ist mir halt das Krieg- und Frieden-Thema. Ne? Zum Thema Corona. Aktuell steht ja die Maskenpflicht wieder in der Debatte. Meinst du, die wird wieder durchgesetzt in Deutschland oder was ist da deine Vermutung? Ja, könnte durchaus passieren. Ne? Also für mich ist es eigentlich Quatsch. Also man müsste das freiwillig machen. Ne? Wenn jemand eine Maske tragen will, dann soll er das tragen, kein Problem. Aber warum zwingt man die Leute, wenn man weiß, dass es jetzt auch eigentlich, Corona ist ja jetzt eigentlich mehr oder weniger vorbei. Das Virus, die Mutante ist ja relativ harmlos geworden. Von daher, warum macht man das noch? Ne? Bist du denn vorbereitet auf den Winter, falls er kalt und arm an Nahrungsmitteln werden könnte? Ich habe schon ein bisschen gepreppt. Also ich habe ein paar Wasservorrat und Essensvorräte, Konservendosen und so. Ich habe mir so einen mobilen Gasheizer geholt mit Gaskartuschen und so. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm kommen wird, aber ein bisschen vorbereitet sein will man natürlich doch. Warum bist du heute hier? Och, ich bin letztes Mal auch schon da gewesen, ja, um Flagge zu zeigen immer und ja, das Beste, was ich tun kann. Ne? Wie sinnvoll siehst du denn Demos? Immer wichtiger, weil politisch habe ich auch schon jetzt gesagt, ist nichts mehr drin. Also auch Basis war ich vorher und so, sehe ich keine Zukunft. Aber das tut gut, dass ich zeige Flagge, ich zeige Gesicht. Und wenn die Masse, wenn der Schwarm dabei ist, sehr sinnvoll, ja. Wie siehst du das hier mit der Demo? Die findet ja nur alle paar Wochen statt. Würdest du dir wünschen, dass es eher in kürzeren Zeitabschnitten stattfindet? Oder findest du das richtig? Das ist schon in Ordnung. Also 3-4 finde ich schon ein bisschen grenzwertig, aber 2-Wochen-Takt ist schon. Wie sieht's aus mit dem Winter? Es könnte ja kalt werden und arm an Nahrungsmitteln. Bist du da vorbereitet oder wie sieht's aus? Nicht, aber arbeite dran. Gedanklich ja, aber noch nicht. Was würdest du dir denn von unseren Politikern wünschen aktuell? Oh, wo soll ich anfangen oder wo soll ich enden? Also Ehrlichkeit und Verständnis und das fehlt ja an allen Ecken und Kanten. Bist du der Meinung, dass diese Regierung, wie sie aktuell ist, bleiben soll oder eher komplett zurücktreten? Die Frage ernst gemeint? Ja. Natürlich nicht. Weg mit ihr. Okay. Die ist völlig fehl am Platz, überfordert und die letzten Penner. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Sommer. Ich glaube, der Herbst und der Winter, die wären nicht so schön. Ich bin der Meinung, dass das alles selbstverschuldet ist, also nicht durch uns, durch die Bevölkerung oder die Menschen in diesem Land, sondern durch die Politik in diesem Land. Und dafür gehen wir auf die Straße, nein, dagegen gehen wir auf die Straße, aber man soll ja immer für etwas auf die Straße gehen. Denn wir gehen für Freiheit, Selbstbestimmung und eine Aufarbeitung dieser skandalösen Politik auf die Straße.
sind nur Nazis. Ja, der junge Typ für die Selbstbestimmung. So viel dazu, eben hier sind nur Nazis. Ne? Komisch, dass die Migranten das erdulden, mit Nazis mitzulaufen, und dass die Nazis es dulden, mit Migranten mitzulaufen, ist schon eigenartig, oder?